Hallo, es ist Montag. Willkommen zum neuen Vlog. Ich bin schon leicht am Schwitzen, weil es draußen heute, ich weiß nicht, 33 Grad hatte, 32, so irgendwas. Und habe mich schon mal, gleich wie ich nach Hause gekommen bin, ausgezogen und den kürzesten Jumpsuit angezogen, den ich gefunden habe. Und dann begonnen, Bagels zu machen. Und zwar ist hier der Teig. Ich mache so vegane Bagels von Bianca Zapatka. Also die, von der habe ich schon öfter Rezepte gemacht. Also die hat sehr viele vegane Rezepte und auch vegetarische, glaube ich. Und das mache ich jetzt. Eigentlich wollte ich die gestern schon machen. Aber nachdem ich den Teig gemacht habe, hat Christian dann gedacht, dass ich Pizza mache. Und dann war irgendwie die Pizza die bessere Idee und wir haben Pizza statt Bagels gemacht, weil der Teig ist sehr ähnlich und es hat ganz gut funktioniert. Ja, deswegen gibt es jetzt Bagels, beziehungsweise jetzt habe ich den Teig mal gemacht und der muss jetzt mal rasten und dann mache ich die Bagels und ich glaube, ich muss heute noch irgendwie ins Wasser, in den See oder so irgendwas. Es ist jetzt 18 Uhr und da es eh so lang hell ist, kann ich auch um 19 Uhr oder später noch baden gehen. Und heute ist der längste, also heute ist Sonnenwende, also der längste Tag. Deshalb muss ich das fast ausnutzen. Schatz, komm her, es ist herrlich. Zurück vom See, es war wie immer herrlich und ich wollte euch noch schnell die Bagels zeigen, bevor ich schlafen gehe. Und zwar schauen die so aus. Ich hoffe, die sind gut geworden, weil der Teig ist nicht wirklich aufgegangen, aber sie sehen ganz gut aus. Vielleicht nicht ganz so fluffig. Und ich habe dazu einen Thunfischsalat gemacht, einen veganen Thunfischsalat. Und der schmeckt richtig gut. So sieht er aus, nicht so schmackhaft, aber er schmeckt richtig gut. Und der ist auch von der Bianca Zapatka. Ich verlinke euch die Rezepte in der Infobox. Und den Thunfischsalat, Aufstrich, was auch immer, kann ich euch sehr empfehlen. Das ist mit so Sushi-Blätter. Von da kommt dann der leichte Fischgeschmack und schmeckt richtig gut mit Kichererbsen und Zwiebeln und so weiter. So, jetzt gehe ich schlafen. Gute Nacht. Hallo, es ist Dienstag, mittlerweile schon wieder Abend bzw. späten Nachmittag. Es ist 6:30, glaube ich, ungefähr. Und wir waren ja gestern noch baden, relativ spät dann im Endeffekt, erst um 20 Uhr, glaube ich. Aber das Wasser ist zurzeit so warm, dass es voll okay ist. Und ich bin jetzt auch schon wieder extrem verschwitzt, weil es einfach, ich weiß nicht, wie viel Grad es hatte, 33 Grad, so irgendwas. Und im Büro haben wir keine Klimaanlage. Dementsprechend habe ich heute geschwitzt. Und deshalb werden wir jetzt dann bald wieder zum See fahren, beziehungsweise radeln. Und ich freue mich schon. Ich brauche dringend eine Abkühlung. Es ist echt heiß. Ich weiß, ich habe lange gejammert, dass es so schierig ist die ganze Zeit. Es hat die ganze Zeit geregnet, wie wir alle gejammert haben. Und jetzt jammern wir alle, dass es zu heiß ist. Wie immer. Aber irgendwie gibt es keine Übergangszeit mehr. So viel zum Wetter. Ich habe mir Stoffe gekauft. Das kann ich euch noch zeigen. Und zwar war ich heute in einem Stoffgeschäft. Und zwar habe ich hier einmal so einen blauen Leinenstoff gekauft, der war eh relativ teuer. Leinen ist, glaube ich, anscheinend teuer. Ja, einen Meter. Ich weiß noch nicht genau, was ich draus mache, aber er ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Den habe ich gekauft und dann noch das, also diesen Reißverschluss und diesen Stoff. Das ist so ein ziemlich dünner Baumwollstoff, so webbare. Und daraus würde ich gerne eine Hose nähen.
Beim Blauen weiß ich noch gar nicht, was ich daraus machen soll. Ich habe auf der Posse, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Seite so ein One-Shoulder-Kleid gesehen. Eigentlich bin ich ja nicht so der One-Shoulder-Mensch, aber zurzeit ist das irgendwie überall sehr präsent und wenn man etwas oft sieht, dann gefällt es einem. Ich habe es nicht mehr unpraktisch gefunden deshalb, aber ja, weil man dann irgendwie nur einen trägerlosen BH anziehen kann und ich präferiere immer Träger mit BH. Aber das wäre schon cool. Ich blende euch das vielleicht irgendwo ein, welches Kleid ich meine. Aber vielleicht habt ihr ja eine Idee, was ich daraus sonst machen könnte. Ich meine, ich hätte sonst einfach irgendein Oberteil damit mir gedacht. So, jetzt warte ich nur mal, bis Christian nach Hause kommt. Und werde schon mal mein Zeug für den See zusammenpacken. Und dann fahren wir dahin. Das ist echt das Beste im Sommer. Es gibt nichts, was mich glücklicher macht, als abends im See zu schwimmen. Bestes überhaupt. Hallo, es ist Mittwoch. Ich bin gerade mit Arbeiten fertig geworden. Ich bin heute im Homeoffice und heute ist es Gott sei Dank mal nicht so warm, schon warm, aber hier herinnen ist es deutlich kühler als bei mir im Büro. Und obwohl es hier schon ziemlich heiß ist und falls ihr da ein Geräusch hört, das ist die Klimaanlage, die ich gerade eingeschaltet habe, weil es so langsam hier auch sehr warm wird und ich schon wieder schwitze. Und ja, ich lade gerade den Vlog hoch für die Woche davor, wenn ihr dieses Video seht. Und es ist jetzt, wie spät ist es? 5:30? Ja, 5:30. Und heute hat die Mama von Christian Geburtstag. Und wir haben ihr schon ein Geschenk gegeben. Ich blende irgendwo ein Foto ein. Und zwar haben wir ihr einen Amerika-Geschenkskorb gebastelt oder gemacht, beziehungsweise einen New York Geschenkskorb, weil wir ihr zum 60er eine Reise nach New York geschenkt haben, weil sie dort noch nie war, ich auch nicht, ich war zwar schon an vielen Orten, aber noch nicht in New York und ja, ich glaube zum 60er kann man mal eine größere Reise antreten und da fliegen wir dann mit ihr hin, sobald es wieder irgendwann möglich ist, keine Ahnung, ob heuer oder nächstes Jahr. Wir werden sehen, wie sich das Ganze zeitlich am besten ausgeht. Ich werde jetzt putzen gehen, weil heute ist Mittwoch und Putztag. Christian ist noch nicht da. Ja, eigentlich mag ich gar nicht, weil ich echt schwitze. Ich habe auch die Woche noch keinen Sport gemacht, außer Schwimmen. Und es ist einfach viel zu heiß für alles andere. Ich schaue auch ein bisschen fertig aus. Ich könnte, glaube ich, nie irgendwo in einem Land leben, wo es dauerhaft über 30 Grad hat oder um die 30 Grad. Alles, was über 25 Grad ist, ist mir einfach zu warm. Jetzt rede ich schon wieder vom Wetter. Habe ich nicht in diesem Vlog schon mal vom Wetter gesprochen? Ziemlich sicher. Ich glaube, ich werde alt. Hallo, es ist Donnerstag. Ich bin in Sportkleidung, endlich mal wieder, das erste Mal diese Woche, weil jetzt wieder dieses Outdoor-Training ist heute und da gehe ich hin. Es ist zwar extrem heiß, es ist, ich weiß nicht, es hat 31, 32, 33 Grad, vorhin hat es 33, ich glaube jetzt ist es schon hoffentlich ein bisschen kühler. Ich werde heute sterben, aber ich bin eh froh, dass das ist, weil sonst würde ich nichts machen. Und da das einfach ein fixer Termin jetzt ist, immer donnerstags, gehe ich hin und bewege mich wenigstens einmal, außer eben Schwimmen und Radfahren. Ja, es ist zwar diese Woche für alles andere einfach viel zu heiß. So, ich fülle mir jetzt noch mein Wasser auf und dann geht's los. Ich bin zurück vom Training und ich schwitze immer noch. Jedenfalls war es anstrengend. Das ist echt mal ein gutes Training, muss ich sagen. Also die Frau ist echt der Wahnsinn. Das ist nicht so ein bisschen herumgehopse, wie es sonst gern mal so ist, sondern das ist richtig Hardcore-Training. Also eine Stunde lang, beziehungsweise 45 Minuten und die letzten 15 Minuten sind Cooldown. Das ist schon fast Pamela Reif-Level.
Es war auf jeden Fall wieder richtig lustig, aber heute hat man es gemerkt, dass es extrem heiß ist und wir haben alle sehr geschwitzt und gelitten. Aber es war wie immer trotzdem lustig. Und ich werde jetzt mal ausschwitzen und dann duschen gehen. Und dann, was mache ich dann? Eigentlich wollte ich was für ein Video schon vorbereiten, aber ich glaube, das kann ich erst morgen machen, wenn es wieder heller ist. Weil wenn es schon so halb dunkel ist, dann ist es herinnen einfach viel zu finster zum Video drehen. Deshalb werde ich das, glaube ich, morgen Nachmittag machen, nach der Arbeit. Ja. Ich bin geduscht, ich schwitze immer noch, aber ich schmelze gerade eine Seife, beziehungsweise probiere ich es, weil ich im Bad relativ viele Seifenreste hatte und jetzt möchte ich die einschmelzen, weil ich hasse nichts mehr als diese kleinen Seifenreste zum Händewaschen zu benutzen. Ich weiß nicht, dann mag ich irgendwie die Seife nicht mehr so gern, wenn sie nur mehr aus kleinen Resten besteht. Deshalb will ich sie einschmelzen. Das Ganze habe ich mal bei BK Jürgens gesehen. Ich verlinke ihren Kanal in der Infobox und deswegen möchte ich das jetzt machen. Ich habe mir ihr Video gerade nochmal angesehen und ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Bei ihr hat es schon funktioniert, aber ich habe nur eben diese Seifenreste und sie hat dann noch normale so Rohseife, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau was, aber so einen großen Block Seife, von dem hat sie was abgeschnitten und das dazugegeben. Ich hätte sonst noch eine andere Seife und eine Kernseife, aber ich bilde mir ein, dass Kernseife nicht schmilzt. Aber ich probiere einfach mal nur das zu schmelzen. Ich zeige es euch mal. Und zwar, hier sind die Seifenreste, die sind eh relativ groß. Also sie sind nicht so klein, aber trotzdem ist es nicht so cool, mit denen die Hände zu waschen. Und dann braucht man eine Form. Ich probiere das jetzt einfach mit so einer Glasschale, weil das war das Kleinste, was ich gefunden habe. Okay. Das funktioniert schon mal gar nicht. Deshalb mache ich jetzt Flüssigseife draus. Das hat sie nämlich auch in dem Video gezeigt. Und sie hat einfach Wasser da dazugegeben und das Ganze dann vermischt. Und mal schauen, ob daraus noch was wird, weil jetzt ist es gerade schlimmer als vorher. Und ja, ich hoffe, dass da noch irgendwas draus wird und dass ich es nicht komplett verschissen habe. Aber wir werden es gleich sehen. Irgendwie hat es bei mir nicht ganz so gut funktioniert. Die halben Seifenteile sind nicht geschmolzen. Das ist irgendwie sehr schaumig geworden. Aber ich fülle es jetzt in eine kleine Flasche ein und nehme es als Duschgel oder flüssige, halbflüssige Seife und hoffe, dass sich das noch auflöst. Glaube ich, fail. Ich habe die Seife jetzt einfach in eine alte Shampoo-Flasche eingefüllt und verwende es jetzt zum Duschen. Es ist eine leichte Sauerei geworden. Würde ich es empfehlen. Nicht so wie ich es gemacht habe. Schaut besser bei Beke vorbei. Die hat das irgendwie professioneller gemacht als ich. Also ja, macht es nicht so, wie es ich gemacht habe. Morgen, es ist Samstag und ich packe gerade zusammen, weil wir jetzt dann mit dem Bus wohin fahren und zwar zu Freunden. Die machen nämlich, vielleicht ist es ein bisschen anstößig, aber die machen statt dem Novorock Festival, was ja jetzt eigentlich um die Zeit ist, ein Fest oder irgendwas und sie treffen sich einfach, sie sind glaube ich zu dritt und wir fahren jetzt nach und zwar machen sie statt Novorock Corona-Rock. Und da fahren wir jetzt hin. Also wir sind jetzt 5 Leute, glaube ich. Und in Österreich darf man sich ja schon wieder treffen. Also es ist, ich glaube, 10 Leute mittlerweile schon draußen erlaubt oder mehr. Also im Freien, ich glaube, 10 oder mehr. Also ist alles safe und ich glaube, ich werde mich jetzt noch testen vorher. Und dann passt das. Also das ist irgendwo in der Pampa, im Freien, stehen die einfach mit ihrem Camper und wir mit unserem Bus dann. Und da werden wir ein bisschen grillen und das Fußballspiel heute wahrscheinlich auch anschauen, denn heute spielt Österreich Italien. Österreich ist in der EM weitergekommen. Überraschung. Und das schauen wir uns natürlich an.
Und ja, also jetzt werde ich mal packen. Und gestern, eigentlich wollten wir schon gestern fahren, aber gestern hat es dann auch richtig gehagelt. Ich habe das, glaube ich, eingeblendet. Ja, also ich habe es gefilmt, da habe ich nämlich gerade ein Video gedreht, eigentlich für diese Woche, aber es wird nicht fertig. Deshalb kommt es erst nächste Woche. Und meine armen Pflanzen, die haben ein paar Blätter verloren. Aber sonst ist, glaube ich, nichts passiert. Aber jetzt waren generell sehr viele Unwetter. Jedenfalls kommt diese Woche kein Video am Sonntag, seit langer, langer Zeit. Normalerweise war ich jetzt echt immer sehr fleißig und es gab jeden Sonntag ein Video und teilweise auch mittwochs. Aber diesmal geht es sich einfach nicht aus. Im Sommer ist einfach privat mehr los. Und vor allem jetzt, wo sich alles lockert, kriegt man überall Einladungen und jeder feiert irgendwie die Feste nach, die man nicht gefeiert hat. Und deshalb ist das Ganze jetzt alles ein bisschen stressig, aber schöner Stress. Gut, so, ich werde jetzt zusammenbacken und dann sehen wir uns nachher. Hallo Community! Hallo Community! Okay, oder wenn sie auf YouTube kommt? Nein. Nein, nur YouTube. Oder Korn haben. Oversprich die Laura. Ja, das Buch nicht. Einsame Wüsten. Und was befindet sich hier in diesem Kofferraum? Es ist eine Laura, die am Arsch ist. Wo ist die Carla Dauerwurst bei uns, Snacks? Wieder mit dem Vlog. Danke fürs Zuschauen und gebt gerne einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar oder auch ein Abo und wir sehen uns dann nächste Woche. Ciao!